Ja, weiter geht's mit Assassin's Creed Origins und wir machen heute weiter mit der Rache. Mit der Rache der Poeten. Oder machen wir die? Warte mal. Also ich weiß nicht. Ich will es jetzt eigentlich gerne mal ausprobieren mit dem Außenseiter. Wo ist der überhaupt eigentlich? Gerade? Da ist er, theoretisch. Rein theoretisch ist er da. Rein theoretisch wäre er da. Oder machen wir erstmal die Philosoph aus Versehen und kommen dem Typen entgegen. Weil ich weiß, nee, wir machen erstmal. Wir machen erstmal die Nebenquest hier. Der wird noch früh genug kommen. Alexandria, wir. Guten Morgen. Bayek, endlich jemand, der mein Genie zu schätzen weiß. Mein Stück wurde konfisziert. Du ziehst Ärger förmlich an. Schlimmer noch. Sie haben alle meine Darsteller. Mitunter die besten Poeten Alexandrias. Sie sagen, falls ich das Stück aufführe, werden sie mich töten. Gib gut Acht, Phanus. Du bist sehr zerbrechlich. Halt dich an Schreiben. Ich suche derweil das Stück und die Darsteller. So, finde und rette die Schauspieler. So, ich nehme jetzt erstmal gerade hier kurz den Außenseiter raus, weil, wie gesagt, ja, ist mir jetzt gerade herzlich egal. Habe ich eine Möglichkeit, da hinzureisen? Nee, habe ich nicht. Ich muss also laufen. 14 kommt gar nicht hierher, ne? 14 kommt hier runter. So. Das Problem natürlich, dass ich den vielleicht sogar komplett in die Links reite. In die Arme reiten könnte. Weil er gar nicht so weit weg ist. Da kann ich eigentlich herzlich gerade verzichten gerade. Der läuft. Ja, der steht da unten, ne? Aber der, ja, es geht. Der ist eigentlich genau auf der anderen Seite. Aber ich, wie gesagt, den Typen möchte ich gerne irgendwann nochmal töten. Reiterisch kann ich denn. Hätte ich meine Spezialfähigkeit, hätte ich die erwischt. Wenn ich ihn erwischt, dann wäre der weg gewesen. Weil du, ich hab ihn fast runter. Vor zwei, drei Folgen. Ja, warte mal, wir müssen hier runter. Wir müssen hier runter auf die Straße. Ist das immer richtig? Ja. Die Schauspieler sind in der Accra gar nicht, sondern südlich des Osttores. Alles klar. So, Senno. Gut, da sind jetzt einige 20er wahrscheinlich mit drin. Wenn überhaupt Gegner. Gut, das sind Freunde von uns. Sie könnten uns vielleicht ein bisschen helfen. Das sind aber einige, ne? Zehner. Oh, wir werden gesehen. Naja, ist nicht schlimm. Ich bring dich. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ich schlitze ich auf. So. Stirb, du Wurm. So. Du bist zu gütig. Vielen Dank. Mist. Zähl ist alles zu stark.
So, da sind noch mehr. Da sind noch zwei, drei. Warte, Gott. Da bist du. Ich hab das Ziel in Sicht. Ja. So, die haben wir schon mal weg. Sag mal, spielen wir das Spielchen jetzt hier mit mir und der oder was? Ah, jetzt einfach mit ganz viel Glück gerade die noch geholt. So, jetzt. Jetzt können die nämlich keine Feinde mehr holen. Keine Freunde, keine Verbündeten mehr holen. Dich habe ich aber noch gekriegt. Da bist du noch einer. Speer. Mal die Typen noch besiegen, hier frei machen hier noch kurz. Einem Darsteller nicht mal ins Gesicht schauen. Danke, die Götter mögen dich, siehst. Du wirst ewig in meinen Gedichten. In die Freiheit getragen. Welch einmalige Erfahrung. Sei doch still. Na super. Ja gut, im Sperrgebiet ist es schwierig, ne? Schneller, großer Mann! Wir müssen eine Revolution beflügeln! So, quatsch mal mit dir, mein Freund. Vielen Dank. Es gibt noch zwei von uns. Sie sind geflohen. Die Nabios Philakitai wollen sie töten. Sie sind mitsamt ein Stück auf dem Weg zum Palast. Gerät es in falsche Hände, ist Phanos in großer Gefahr. Wo sind die Darsteller? In ihrem Haus, nicht weit von hier. Sorge dich nicht um mich. Ich finde selbst zurück zum Theater. So, rette Schauspieler, bringe ich in das Skript und bringe es zurück. So, das sind zwei Punkte. Der erste eine ist hier, das ist wahrscheinlich, weiß nicht, ob das direkte Schauspieler. Verräterische Narr. Du findest diesen dreckigen Bettler. Los! Herr, ich glaube, er ist ein Darsteller. Mir ist egal, was er ist. Wir müssen ihn finden oder ich muss wochenlang die Stelle ausmisten. Dieser dämliche Narr muss irgendwo in der Nähe sein. Vielleicht sollten wir ein paar Sätze des Stücks vortragen, damit er zu uns kommt. Das wird nicht funktionieren. Such weiter. Hm.
Achso, die zwei. Dann auch noch dann geholt. So, wo muss ich jetzt da hin? Ich da irgendwie reinkommen jetzt so laut? Ja. Ach, da. Wir gehen, junger Poet. Warte. Sollten hier nicht zwei von euch sein? Kapaneos? Er ist geflohen und führte versehentlich die Wachen zu mir. Sie jagen mich wie einen Hund. Wenn du dich um sie kümmerst, kann ich zu Phanos zurückkehren. Und unser Meisterstück lebt fort. Sei ruhig. Dann sind wir schnell hier raus. Natürlich. Ich bin so still wie ein... Mund halten. Da ist jemand. Das sind doch immer noch die ZP da, oder? Ja. Zwei. Zwei, drei auf alle Fälle noch. Gut. Sprichst genau Phanos Typ. Hör mal, die Kappe jetzt. Ich weiß nicht, wovon du da redest. Kann ich da nicht hoch? Du bist der perfekte grübelnde Held. Welch großartige Geschichte, bis die Götter ihn eines Tages für seine Kühnheit bestrafen. Das hilft nicht weiter. Welch Tragödie es doch wäre. Verbirg dich! Keinesfalls. Ach, die Wache hat den falschen Gegner ausgesucht. Schnapp diesen Verräter. Diesen verfluchten Poeten wird es schon... So, da haben wir noch einmal... Willst du nicht noch einmal sagen? Da. Ruhe. So, das muss ich da irgendwie gucken, dass ich... Kommst du folgst du mir? So, den habe ich abgearbeitet, den Typen. Und jetzt muss ich das Skript noch zurückbringen, oder was? Yo! Aber da unten sind die Typen, okay. Okay. So, dann haben wir das auch zumindest. Die paar Typen, die werden wir holen. Wir sind ziemlich nicht.
Aber jetzt sind wir eh vom Level her doppelt so hoch wie die. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ja, ja. Stirb, du Sau! Weißt du, was ich brauche? Ich habe Probleme damit. Du bist noch ein Attentat reingelaufen. Der Zensor wird seine liebe Mühe haben. Der heutige. Beschütze den Kyrios! Reiß mir die Eingeweide raus! Komm her jetzt hier. Okay. Na, scheinbar scheint das Schwert noch ein bisschen nachträglich noch Leben abzuziehen. Dann reisen wir doch kurz hoch. Jetzt fahren wir zurück, das machen wir gerade. Haben wir das auch? Du hast es geschafft, Bayek. Danke. Ich habe nie gezweifelt. Aya ist eine glückliche Frau. Ja. Aya hält sehr viel von deinen Stücken. Sie machte mein Pro-Kleopatra-Stück. Meine Pharaonin. Nun können wir das Stück aufführen wie wahre Poeten. Vielleicht erschlagen uns die Wachen, aber ein Künstler muss seine Vision umsetzen. Irgendwann schreibe ich auch was über dich. Der letzte Magi. Nein. Keine Sorge, wir ändern den Namen des Schurken Ptolemäus und den Titel. Wir sterben nicht und das Stück wird weitergehen. Quest abgeschlossen, die Rache der Poeten. Jo. Da ist der. Dann machen wir hier weiter mit der nächsten Quest. Die heißt dann Philosophers Versehen. Na? Es ist unser freier Wille, die Plejade und damit auch unsere Stadt zu beschützen. Deine Zensur bringt keine Liebe für das Volk. So. Wir gehen mal kurz rüber zu der Quest. So, die Zweder können da machen, was sie wollen. So, und die nächste Quest ist hier und die sehen wir uns morgen an.